Shanti. Nein, ich habe Leute in den Stream gelockt, indem ich nämlich mal kurz schon gestreamt habe, aber eigentlich kam da nichts an. Beziehungsweise mein Streamfenster war falsch und das musste ich noch beheben. So, wir sind also wieder da und wie angekündigt in dem Pokémon-Stream mit Sushi. Hi. Ja. So, wo ging es jetzt eigentlich nochmal weiter? Hier war was, da. War ich da schon drin? Ich war hier schon drin, oder? Ich war hier schon drin. Ich kann mich an das erinnern. Oh Gott. So, und der Stream ist wieder da, ja. Ja, wo ging's weiter? Erzähl mir doch mal was. Hast du noch den letzten Stream im Kopf? Naja, das Älteste, was ich noch gesehen in einem Level warst, soweit ich weiß. Hä? Dass ich in welchem Level war? Irgendwie sah das Level anders aus. Oder ich habe was verpasst. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, schauen wir mal hier. War ich hier denn schon? Ach, Moment, ich hab doch jetzt. Ja, ich hab doch jetzt was, aber wie konnte ich das denn? Ah, so war das. Okay, was passiert, wenn ich damit hier rüber gehe? So. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts mehr. Ach so, nee, den hatten wir ja schon weggemacht und da war nämlich ein Tinkerbett, genau. Wusch! So. Aber wie ging das weiter? Ich weiß, was wir erstmal machen können. Wir fahren einmal durch den Geisterwald. Habe ich den Boss schon besiegt? Nein, ich habe den Boss in diesem Wald noch nicht besiegt. Also muss ich erst noch zu dem Boss. Aber ich mache noch was anderes. Ich mache jetzt nämlich mal ein paar Sachen, die ich schon längst hätte gemacht haben müssen, sollen, können. Zum Beispiel meine Mitkommentatorin anmahnen, dass sie auch mitkommentieren soll. Oh. Jetzt höre ich Ja, ich dich mein, gar nicht. du hörst mich nicht. Nein, also beziehungsweise du warst gerade. Aua, aua, aua. Nein, aua warst du nicht. Weiß ich nicht, du warst gerade so komisch abgehackt. Und es macht keinen guten Eindruck, glaube ich, wenn du jetzt nichts sagst, ne? Ja, ich bin halt wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich noch die Aufregung, da ich sowas zum ersten Mal mache. Na, dann lies wenigstens ein paar Sachen aus dem Chat vor. Aber bitte keine Sachen, die du nicht vorlesen sollst. Das ist jetzt so. Ja. Das ist eine Ja. tolle Anweisung. Ja, die meisten sagen jetzt halt Hallo. Ja, richtig, richtig. Und da fragt jemand was. Ob du den Boss schon besiegt hast? Nein, das da drunter. Ach, muss ich dir denn alles erklären? Das ist jetzt nett. Ja, es wurde Ja, gefragt, okay, ob ich. ich meine, das wäre jetzt gemein von mir, wenn ich Leuten einfach so sage, ja, mach doch mal meinen Stream-Sklaven, obwohl du hast dich angeboten. Ja. Selbst schuld, würde ich dann sagen. Ja, Hey, stimmt. brauchst du eine neue Blase? Oder eine neue Niere? So, oh, hier gibt's. Erweitere deine Pistole, um mehr Schaden zu verursachen. Cool. Irgendwie hinkt Harter die Tritt, eine Schwestin. mächtige offensive Waffe. Backflip von einem schweren. Oh Gott. Warte mal kurz, bei mir hängt das Team. Oh. Entziehen schnell deinen. Was? Rückwärtsflitzer. Entziehen schnell deinen Angreifer. Oh mein Gott. Was ist denn. Was hat der denn für Deutsch ge gefressen? Also, Ist gibt's erst paar Upgrades, wie schreibt gerade jemand. Das ist ja noch besser. Nicht nur das Spiel klingt komisch, sondern auch jetzt schon meine Zuschauer. Also auf jeden Fall Pistol ab. Machen wir mal. Kaufen Sie diesen Artikel? Danke. Noch etwas? Nochmal Pistol ab. So. Seidige Creme. Oh, für einen schnelleren Schlag? Was? Rüsten Sie Ihr Haar für eine schnellere Schlag. Oh Gott. Rüsten Sie Ihr Haar, um mehr Schaden zu verursachen.
Und die schreiben gerade richtig lustige Sachen, wie zum Beispiel, dass meine Stimme wirklich zu April May passen würde. Oh, das ist wirklich, das ist schon mal gut. Diese Dings wollte ich haben, diese Bestätigung. Dankeschön. So. Ja? Ja? Freue mich auch, wenn die so nett sind. Ja. Deutsch gelernt hat bei Yoda, der Übersetzer. Das würde ich jetzt auch gerade sagen. Oh Mann. Tschu. Ja, das kommt wirklich so rüber, so wie das steht. Ja. Nach einer älteren Maya. Ja, nach einer älteren Maya. Du klingst wie eine Oma Maya. Oma Maya. Oma Maya. Eine Oma Maya. Hui. Oh, ich finde das cool mit diesem Piratenhut. Hui. Ja, damit fliegt man fast. Also, wer möchte einen harten Tritt? Da hat jemand geschrieben, dass er oder sie oder es einen harten Tritt möchte. Kannst du haben! Ich bin so durcheinander. Kann mal jemand, der schon eine Abkürzung hat, mir die nochmal sagen? Ich habe die vergessen. Oh. Entschuldigung. Wir haben einen Herztintenfisch gefunden. Oh, cool. Ja. April ist älter als Maya, aber süßer. Und obwohl, Maya ist eigentlich auch süß. Ja, von der Stimme her. In Wirklichkeit ist sie der Teufel. Man sieht ja in einem Anime schon die Stimme, man hört die Stimme von April May, die hört sich wirklich ziemlich aufgetakelt. Aufgetakelt? Also, naja, ich finde so, eher so... Ja, so aufgetan, so... Oh, so wie... So gestellt süß, ja, gestellt süß, würde ich nämlich auch sagen. Also, du hörst dich gestellt süß an für manche. Oh, na super, dabei verstelle ich meine Stimme nicht mal. Oh ja, gut. Hat geklappt. Aber wo war hier eigentlich nochmal? Ich weiß, hier war irgendwo ein Herzteil. Ich weiß aber nicht mehr wo. Also ein Herztintenfisch. Sowas. Mhm. Huch. Ah, guck mal einer an, was wir hier haben. Ein Tinkerbett. Mhm. Schön. Tschu, und er ist weg und wir können ihn einsaugen. Ja, gleich die Explosion mit. Wer hängt? Hänge ich? Da sagt jemand, ich hänge. Oh. Und jetzt gucke ich selber in den Chat, anstatt dich das machen zu lassen. Ja, ich versuch das. Ich mach das ja. Dann sag auch was dazu. Du darfst mich ruhig unterbrechen. Oder zumindest mal warten, bis sie versuchen, irgendwie zwischen zwei Sätzen mich zu erwischen. Exido, freust du dich schon auf Welt 3, fragt Licht. Oh, ich habe keine Ahnung, nein. Weil mir immer gesagt wird, oh, Welt 3 ist so toll, aber ich weiß von Welt 3 ja nichts. Ja. Und komm schon. Oh, da brauche ich wohl einen Doppelsprung. Mist. Da oben ist ein Herz hinten fest. Da musst du hin. Hä, wo? Da oben in dem Baum drin. Ja, das sehe ich ja, deswegen habe ich ja gesagt, da komme ich nicht ran. Ja. Mann, geht nicht. Na gut. Warum gab es eigentlich eine Verspätung? Habe ich am Anfang gesagt. Ich bin der Meinung, da warst du auch schon im Chat, dass bei mir irgendwas mit dem Streaming-Programm mal wieder nicht gestimmt hat. Ja. Ich bin nicht schuld. Ich tue mein Bestes. Das Programm ist schuld und nicht Exido. Immer sind die anderen schuld. Genau. Ja, also hier sagt gerade einer zu Licht, der soll nicht spoilern. Und dann sagt Licht, Welt 3 ist für alle toll, die auf leicht bekleidete Frauen stehen. Oh Gott. Wirklich. Böses Programm, sagt einer.
Ja, wirklich. Und das Spiel ist dann ab 6 sein. Ja, stimmt. Ja. Ja, und sowas? Sowas soll ab 6 sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Bekleidung der Frauen will ich jetzt mal damit bemangeln. Ja, glaub. Hm. Die sagen hier gerade, deine Stimme ist wieder weg. Ja, ich kann das gerade nicht sehen. Warte. Bin ich wieder da? Weiß ich, ich kann das gerade nicht sehen. Ich müsste. Da, warte. Wieso? Oh, ich streame dir das doch rüber. Ich weiß. Naja, und da siehst du. Oh Gott. Ach Mann. Oh. Mach doch nicht. Mach mich doch nicht noch mehr fertig. Also, klar kannst du es sehen. Nämlich, meine Stream-Sklaven haben die Möglichkeit, den Ausschlag zu verfolgen meines Mikrofons. Und ich habe dir extra gesagt, du sollst das machen. Und nicht, ja. und nicht erst im Chat nachgucken. Ja, ich weiß. Ich habe das halt nur so gerade, weil das war halt so, weil ja. Ich sehe das halt so klein und dann komme ich in dem Chat halt nicht mit. Ich war dann noch in meinem Browser drin und da habe ich dann irgendwie das Rüberspitz kannst du nicht mehrere nicht mehr pass auf, kannst du denn nicht mehrere Fenster nebeneinander herhaben? Nein, du darfst nur eins haben, sagt deine Kirche. Du darfst keine anderen Fenster neben mir haben. Oh. Die anderen wissen gerade nicht, was du gerade gesagt hast. Was? Die anderen wissen nicht, was du gerade gesagt hast, weil deine Stimme ja weg war. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich weg war. Das ist ja das Problem. Deswegen, guck ruhig drauf auf den Balken und pack dir irgendwo daneben den Chat. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein, oder? Wenn doch, dann müssen wir darüber mal ernsthaft reden. Nein, so. Ach so, ja, Professor Layton und versus Ace Attorney. Das ist ja auch ab 6. Und da werden Hexen verbrannt. Aber das sieht man doch nicht, oder? Naja, doch. Hast du das nicht gesehen in den Cutscenes? Wie die dann so einfach mal runtergelassen wurde? Die erste Hexe? Nein. Ich habe das schon wieder vergessen, obwohl ich alle Parts geguckt habe. Ah, da war die Frage. Hier, was habe ich gesagt, als ich jemandem Chantés Hinterteil ins Gesicht gehalten habe? Da habe ich gesagt, naja, wie sie mit dem Hintern wackelt. Das ist ab 6. Obwohl, mit dem Hintern wackeln ist ja nichts Schlimmes. Hier hebt gerade einer einfach und sagt, Professor Layton versus Phoenix Wright ist aber ab 12. Ist es? Ich weiß es gerade selber nicht. Hm. Es könnte sein, ich müsste jetzt auch eigentlich auf die... Moment, nee, da will sie nicht hin, also muss ich wieder... Ja, wo finde ich denn jetzt eigentlich den Boss in diesem Level? Das ist eine gute Frage. Boah. Wenn schon jemand fragt, ob ich den Boss schon besiegt habe. Der ja die ganze Zeit sehen will, dass ich auf Insel 3 komme. Erscheine. So, immer diese blöden Zombies. Ah, Licht will jetzt nachgucken, ob du den Boss schon besiegt hast, denke ich mal. Nein, ich habe den Boss noch nicht besiegt. Das wüsste ich ja, wenn ich das schon hätte. Boah. Ich kann mich hier auch nicht aufladen. Die droppen einfach keine Hilfe. Im Englischen 12 und aber USK ab 6. Mhm. Das ist merkwürdig. USK 6 für ein Spiel, in dem Hexen verbrannt werden. Och, Hexenverbrennung, das ist doch voll unser Ding. Genau. Das denken sich natürlich, sowas denken sich natürlich auch sechsjährige Kinder. Ich guck mir gerne an, wie eine Hexe verbrannt wird. Aua! Oh, ich muss hier langsam mal wieder was fressen.
So, du musst in die Spinnenhöhle. In die Spinnenhöhle? Ach, oder was dann, auch immer das war. Ach, in dieses komische Ding, was da aufgegangen ist, oder wie? Da muss ich doch rein? Naja, hat Licht gerade gesagt. Okay. Nam nam nam. Nam 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 nam. Ich mampf erstmal und jetzt geht's weiter.